meine Lieben. Endlich gibt es mal wieder ein Backvideo von mir. Ich habe endlich mal wieder Gelegenheit zu backen und ich freue mich total. Und zwar aus meinem allerliebsten Lieblingsbuch. Das ist das. Und dann habe ich mir die ausgesucht. Ich hoffe, ich kriege die genauso schön hin. Das ist die Regenbogentorte. Und ja, dazu brauchen wir das für den Teig. Ich habe jetzt noch nichts abgewogen. Hilfe. Irgendwas. Mein Display hat gerade was Komisches angezeigt. Egal. Wir brauchen 200 Gramm Weizenmehl. Wir brauchen 3 gestrichene Teelöffel Dr. Oetker Bakin. Wir brauchen 125 Gramm Zucker. Eine Packung Dr. Oetker Vanillinzucker. 3 Eier. 100 Milliliter Milch und 100 Gramm Butter. Aber wie gesagt, ist hier noch nichts abgewogen. Dann für die Füllung habe ich das schon bereitgestellt. 100 Gramm rote vorbereitete Früchte. Zum Beispiel Himbeeren, Erdbeeren, Johannisbeeren. Ich habe Erdbeeren aus der Dose. Das sind die da. Gelbe vorbereitete Früchte. Da habe ich Aprikosen. Und grüne vorbereitete Früchte habe ich nicht so richtig gefunden. Hier steht Kiwis aus der Dose, aber ich habe keine Kiwis aus der Dose gefunden. Ich habe jetzt Birnen genommen. Ich hoffe, dass das genauso gut funktioniert. 500 Gramm Schlagsahne, eine Packung Käse, Sahne, Tortencreme und 300 Gramm Joghurt, 50 Gramm Zucker. Für den Belag brauchen wir 250 Gramm Schlagsahne, eine Packung Vanillinzucker. Huch, wo filme ich hin? Vanillinzucker und je 100 bis 150 Gramm von diesen Früchten, roten, gelben und grünen. Grünen? Ich weiß nicht, wird wahrscheinlich eher nicht grün, sondern eher, weiß ich nicht, farblos. Und für den Guss, Tortenguss, Zucker und Wasser. Ja, und dann legen wir mal los, würde ich sagen, ne? So, jetzt habe ich hier meine berühmte Schüssel mit einer Küchenwaage. Da kommt jetzt rein in die Schüssel 100 Gramm von dem tollen Mehl. Hinein, hinein, hinein. Muss ich das eigentlich filmen? Ah, mein Backofen ist vorgeheizt. Genau, ich habe den Backofen vorgeheizt bei Umluft auf 100 Grad. 100 Grad, 100 Grad. So, dazu kommt jetzt der Zucker und zwar ganz genau, ich brauche nicht, wie komme ich denn auf 100 Gramm, 200 Gramm Weizenmehl? Ach Leute, Leute von heute, 200 Gramm Lot ist schon spannend, ne? Ich weiß, 200, 200, 200, 200, 200, los, los. Oh, 201. Drauf geschissen, ne? So, dazu jetzt 125 Gramm Zucker sind 325. Mutig, ne, was ich hier mache? 325. Mann, Mann, Mann. Ist übrigens fies, weil ich mache ja aktuell Diät. Aber ich werde stark bleiben. Vielleicht ein kleines Stück und das war's. Los, 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 los. So. 325 Gramm Zucker und dann diesen Vanillinzucker hinzu. Der riecht so lecker. Und das Ganze jetzt schön so vermischen. Eigentlich ist das eine Angabe für einen Schüttelteig, aber ich habe nicht so eine Schüttelschüssel. Ich mache das ganz normal mit dem Mixer dann. Ganz normal mixe ich das denn. So, das haben wir getan.
restliche Zutaten hinzufügen. Zucker, sprich das Backpulver, 3 gestrichene Teelöffel. 3 gestrichene Teelöffel. 1, 2, 3. Ah, so. Soll ja fluffy werden, ne? Backpulver, dann 100 ml Milch und noch die 100 Gramm Butter und dann vermische ich das. Das muss ich jetzt nicht mitfüllen. So, ich habe jetzt noch den Rest hinzugefügt und das alles schön verquirlt. Dann habe ich eine 26er Backform gefettet und gemehlt. Und das kommt jetzt alles dort hinein. Ja, so müsst ihr ja schon sehen, ne? Sehr gemein, dass ich gerade dann eine Torte machen muss, wenn ich auf Diät bin. Naja. Und dann kommt das Ganze, lasst mich lügen, in den vorgeheizten Backofen für 25 Minuten bei 160 Grad Umluft in den Backofen und backt so vor sich hin. So, da ist das Schmuckstück. Ich habe es jetzt ein bisschen abkühlen lassen. Und das müssen wir jetzt hier rauslösen. Rauslösen und einmal quer durchschneiden. Bin gespannt. Oh, das riecht, Leute, richtig lecker. So, jetzt kommt dieser spannende Moment, wo ich immer so ein bisschen. Aber ich mache einfach mal. Wird schon schief gehen. Jetzt muss man das nämlich hier einmal. Wenn es nicht so schön wird, mein Gott. Gegessen wird's trotzdem. Hier kurz meine Irme davor halten. Ja, so, haben wir das einmal durchgeschnitten und nehme ich wieder meine Form. Wieder zumachen. Hilfe. Ja, ich bin noch da, ich mache hier nur gerade Sachen. So. Und wartet mal, ich muss überlegen. Ich weiß jetzt nicht, ob es sinnvoll ist, was ich mache. Wartet mal. Ich habe nur ein bisschen Angst, dass es zerreißt. Ich mache jetzt das hier. Seht ihr das? Nee. Habe jetzt da einen Teller. Hier, Teller. Schatzi, geh mal zur Seite, bitte. Ey, ich mache hier einen. So. Und. Boah, der Boden ist echt geil. Richtig weich. Ich nasche mal. Yummy, yummy. So, nicht schön, aber selten, sage ich immer. Das hier kommt erstmal zur Seite. Upsi. So, Schatzi, du stehst hier genau falsch. Jetzt gucke ich hier in mein schlaues Buch. Und zwar,
bla 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 bla. Gut, dann nehme ich nochmal neu auf für den nächsten Schritt. Hilfe, ich verblute. Ich habe mich an der Dose geschnitten. Die Dose ist ein Arschloch. So, jetzt müsst ihr als nächstes 100 Gramm von jeder Farbe, sage ich mal, von jedem Obst abwiegen. Und jetzt wird das Ganze püriert mit meinem Zauberstab. Und das mache ich jetzt. Guckt, könnte glatt als Babybrei durchgehen. So, das ist zwar, wie ich mir schon gedacht habe, nicht grün, aber egal. Und jetzt müssen wir pürieren. Dann muss ich die Sahne steif schlagen. Dann diese Tortencreme zubereiten. Ja, ich nehme euch mit. So, Sahne ist geschlagen. Jetzt muss ich die Tortencreme zubereiten. Aber nicht so, wie es draufsteht, sondern einfach nur mit 300 Gramm. Wo hatte ich es denn? Mit 300 Gramm Joghurt. Und das werde ich jetzt mal tun. So, und zwar steht auf der Packung drauf, dass man das erstmal mit ein bisschen Wasser anmischen soll. Ich soll ja nicht mit Wasser herstellen, also mische ich es erstmal mit ein bisschen Joghurt an, sozusagen. Dazu mache ich die Creme hier in die Schüssel und tariere ein, dass es auf Null steht. Und gebe erstmal ein bisschen Joghurt dazu und verrühre das mal mit dem Mixer. Mache ich aus, sonst wird laut. Dann sieht das nämlich so aus, schön homogen. Ja, da ist mir meine Ausbildung als PTA sehr nützlich. Und es riecht auf jeden Fall gut. So, und jetzt gebe ich das Restliche dazu, bis wir bei 300 sind. Spannung. So. Und jetzt vermische ich das Ganze noch einmal. Und dann sieht das so aus. Und jetzt steht da zügig, muss ich jetzt, meine Sahne habe ich hier und die Tortencreme da. Muss ich jetzt zügig an jedes dieser Babybreie, muss ich jetzt, kleinen Moment, ich bin mal weiter weg. Jetzt bin ich wieder da. Muss ich zügig, nee, ich mache es mit einer Gabel. 50 Gramm Sahne und 50 Gramm von dieser Tortencreme geben. Und das mache ich jetzt mal. Gucken. Fangen wir mal langsam an. Ne? So, das müssten vielleicht schon. Noch ein Müh. 50 Gramm Sahne. Mal noch ein bisschen. So, das verrühre ich jetzt einfach. Da steht schnell zügig verrühren. Und das mache ich jetzt mit allen drei Obstsorten sozusagen. So, das habe ich jetzt zügig gemacht, weil die Tortencreme wird nämlich fest. Farben sind jetzt nicht so der Burner. Grün, wie denn nun? Ach Mann, die große Schüssel ist im Weg, weg da. Grün hätte das Ganze jetzt noch ein bisschen peppiger gemacht, aber ich habe, wie gesagt, keine Kiwis in Dosen gefunden. Und da stand extra da in Dosen, weil manchmal, wenn man bestimmte Früchte irgendwie püriert oder mixt, werden die bitter. Vielleicht ist ja Kiwi sowas, weiß da jemand mehr. Da stand das jedenfalls extra dabei. Birne, Aprikose, Erdbeere. Und außerdem müsst ihr noch die restliche Sahne mit der restlichen Tortencreme dann so verrühren. Und
wie geht's jetzt weiter? Das. Unteren Boden auf eine Tortenplatte legen. Ich lasse den Boden immer drin in dieser Form, finde ich ganz praktisch. Weiße Joghurtcreme in einen Spritzbeutel füllen und damit einen dicken, hohen Tuff. Ja, gut, und so weiter und so fort. Das mache ich jetzt mal. Stelle ich das mal dazu weg. Das hier hin. Und jetzt muss ich mal meinen Spritzbeutel. So, ihr Lieben, jetzt seid mal gespannt auf meinen scharfen Spritzbeutel. In Pink, yay! Eine normale Tüte. Und ich habe sie heiß ausgespült. Und jetzt schneide ich hier vorne ein Loch. Und jetzt soll ich, wie gesagt, hier in die Mitte einen dicken, hohen Tuff setzen. Das tue ich. Und jetzt hier drumherum. Ich roll das hier immer dann so ein. So, und zwar soll ich das Ganze zweireihig machen, also noch eine Reihe drüber. Bleibt mal schön hier oben. Kann ich ja den Tuff hier in der Mitte noch ein bisschen höher machen. Ich muss ja wenigstens die Creme aufbrauchen und das quetscht sich dann nachher breit, weil dann der zweite Boden drauf kommt. Mann, wie viel ist das denn? So. So, das war Nummer 1. Das war die weiße Tortencreme. So, jetzt kommt die Birnen-Tortencreme. Die setze ich hier da drum. Ja, die ist irgendwie... flüssiger. Damit das dann nachher beim Aufschneiden ein schöner Regenbogen wird. Naja, die Farben sind wie gesagt nicht so der Burner. Jetzt kommt das nächste. So, das ist jetzt Aprikose. Es ist halt, kommt da schon raus, gequatscht. Das sieht jetzt aktuell irgendwie noch nicht lecker aus. Spritze ich auch noch rum. So, und jetzt kommt dann gleich noch das letzte. So, jetzt kommt Erdbeerschicht, vielleicht der einzige, die wenigstens mal ein bisschen Farbe hat. Wehe, das reicht jetzt nicht. Gerade so. Ja, ich lerne ja auch immer dabei ein bisschen und ich hätte vielleicht die einzelnen Schichten noch ein bisschen mit Lebensmittelfarbe eingefärbt, dass es einfach ein bisschen schöner aussieht. Aber ja. So.
drücke ich das hier ein bisschen so, dass da hier keine Luftblasen entstehen. Gequetscht, gequetscht, gequetscht. Quetsch, quetsch, quetsch. Das ist schön glatt. Und da kommt jetzt oben drauf natürlich der zweite Boden. Und das Ganze geht dann in den Kühlschrank bis morgen, weil morgen früh verziere ich dann. So, gucken, dass ich das hier schick hinkriege. So, mal schön andrücken. Zack, 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 zack. Und ja, ihr Süßen, dann mache ich morgen weiter. So, jetzt ist der nächste Morgen. Die Torte ist kalt. Und jetzt lösen wir die Torte aus diesem, aus der Springform. Sieht doch schon mal gar nicht schlecht aus. Und jetzt muss ich Sahne aufschlagen. Mit Vanillinzucker. Oh, ich mache hier einen Kater. Vanillezucker. Sahne. Und das werde ich jetzt aufschlagen. Und damit die Torte einstreichen. Und jetzt schlage ich das Ganze erstmal. So, ihr Süßen. Sahne ist geschlagen. Ich habe diesen Kuchen von unten dieser Platte abgelöst und schön hier drauf getan auf die Tortenplatte. Komm doch mal mittig. So. Und jetzt nehme ich mein Tortenmesser und mache hier draus eine schöne weiße Torte. Klatsch. Yam, yam. Und ich darf nicht. Ich werde ein wenig Stück essen. Und das dann aber richtig genießen. Ich bin jetzt hier kein Tortenmeister, aber mit diesem Tortenmesser kriegt man das eigentlich immer ganz gut hin. So, und das mache ich jetzt rundherum und dann zeige ich euch gleich mal das Endergebnis. So, jetzt ist gleich Finish. Und versuche das hier immer schön glatt zu streichen. Dass hier nichts rausguckt. Was dran ist. Ich habe mir Hände gewaschen vorher. Ne? Ich darf rumschmoddern. Ich schlecke auch nicht den Finger ab. So. Gucken wir noch mal einmal rum. So. Sieht doch schon ganz gut aus.
finde das einfach total toll, Tortenbacken. Hat ein Konditor nicht so eine blöde Arbeitszeit? Hätte ich doch glatt Konditor werden können, oder? Also mir macht das total Spaß. So, jetzt muss ich mal kurz meine Hände waschen. Und damit die Tortenplatte nicht so beschmoddert aussieht, drumherum, nehme ich immer das vorsichtig. So mit einer Küchenrolle. Aber schön vorsichtig, dass man nicht an die Torte rankommt. Mache ich das immer noch so ein bisschen sauber. Das Ganze dann aus. Und jetzt geht es oben ans Verzieren. Dazu muss ich jetzt die Früchte vorbereiten, so ein bisschen schneiden und das mache ich jetzt mal. So, jetzt habe ich hier das verschiedene Obst so ein bisschen zurechtgeschnitten zum Dekorieren. Und jetzt müssen wir ja diesen wunderschönen Regenbogen legen. Und da fange ich am besten mal an. Wie mache ich denn das? Wie ist denn das hier? Ich mache mal hier zuerst in der Mitte den gelben. Gelben Regenbogen. So, ich mache das jetzt mal, sonst würde das zu lange dauern. Wo ist denn mein Handtuch? So, das ist unser gelber Regenbogen. Dann lege ich drüber jetzt hier die Birnen. Das ist der, naja, grüne, grünliche Regenbogen. Mache ich auch erstmal fertig. So, das ist unser Birnenregenbogen. Und jetzt machen wir noch den roten. Vielleicht sind da frische Erdbeeren ein bisschen hübscher. Die sehen ja jetzt ein bisschen von der Farbe her, naja, aus. Halt Dosen-Erdbeeren. So, das mache ich auch. So, ihr Süßen, und das ist die rote Schicht. Ich muss mal Fenster zu machen, sonst ist es wieder laut. Das ist jetzt mein Regenbogen, ein etwas trister Regenbogen vielleicht. Ich habe in der Zwischenzeit jetzt einen Tortenguss gemacht. Mit Wasser, Zucker, Tortenguss. Einen klaren Tortenguss. Nachdem der aufgekocht ist, muss man den so ein bisschen abkühlen lassen. Und es ist ganz wichtig, da jetzt hier Sahne drauf ist, dass man den Tortenguss nur ganz, ganz vorsichtig auf die Früchte drauf pinselt, damit die schön glänzen. Und damit die sich so halten, ne? Dass die hier nicht irgendwie anlaufen oder angehen. Hab dazu hier so einen Backpinsel. Und probiere das mal ganz vorsichtig, weil euch sonst die Sahne wegschmilzt. Ja, das mache ich jetzt mit den ganzen Früchten. So, guckt. Jetzt glänzt es schön. Glanz, Glanz ist versiegelt sozusagen. Und ja, das ist so. 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 Und so.
So. Also. Gut. Fazit hat sich eigentlich gar nicht so schlecht gemacht. Nur, wie ich vorhin schon gesagt habe, vielleicht für die Innenschichten einfach ein bisschen Lebensmittelfarbe oder vielleicht findet ihr ja ein paar farbintensiveres Obst, ein bisschen farbintensiveres Obst. Und oh, ansonsten ist das doch eigentlich machbar und ich denke mal auch, dass das gut schmeckt. Und ja, damit fahre ich jetzt zu meiner Oma, zu Romis Uroma. Und dann mal gucken, was die Leute sagen. Und wenn ich nicht ganz blöd bin, blende ich jetzt gleich ein Bild ein, wie die Torte aufgeschnitten aussieht. Also, ihr Süßen, ich danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Tschüss!